Urheberrecht ist wichtig. Braucht man, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Urheberrecht schützt euch zum Beispiel, wenn ihr ein Buch rausbringt oder einen Song schreibt, davor, dass andere das einfach eins zu eins übernehmen und quasi als ihr Werk ausgeben. Das würde bedeuten, ihr schreibt einen Song, irgendjemand anders veröffentlicht ihn dann an eurer Stelle. Und sackt damit quasi plötzlich einen Haufen von dem Geld ein, das euch zusteht. Wäre doof. Das Internet hat das Ganze etwas easy gemacht. Übers Internet kann man problemlos Songs spielen, ohne dass der Künstler auch nur einen Cent davon sieht. Man kann komplette Bücher einscannen und ins Internet stellen. Kriegt ihr auch keine Kohle dafür. Das ist natürlich doof, ne? Deswegen gibt es jetzt die Überlegung, hey, wir müssen da was ändern. Die Gesetze, die erlassen worden sind in dieser Hinsicht, sind in Bezug auf das Internet nicht mehr die aktuellsten. Und Gesetze werden nicht von heute auf morgen beschlossen. Das Problem an der Sache ist, was macht man als großer Konzern? Richtig, wenn dir jemand den Geldhahn langsam zudreht, dann bohrst du einfach direkt das Rohr an und findest einen neuen Weg für das Geld umzufließen. Und das ist jetzt quasi die große Aufregung, das große Problem mit den neuen Artikel 11 und 13, beziehungsweise hauptsächlich 13. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin kein Rechtswissenschaftler, ich plappere auch nur das nach, was ich mir so angeeignet habe. Aber im Prinzip heißt das, dass Webseitenbetreiber, und das sind sehr, sehr viele, unter anderem dafür verantwortlich gemacht werden, dass ihre User keine urheberrechtlich geschützten Inhalte hochladen, dass sie sofort darauf reagieren müssen, zum Beispiel auch wenn irgendwo was gezeigt wird, wie zum Beispiel, ich trinke hier eine Flasche und ja, der Brauerei könnte es ja nicht passen, dass ich diese Videos mache. Die könnte einfach sagen, hey, da ist unser Logo drauf, striken wir das weg, was natürlich einige Konsequenzen hat. Ich meine, einige würden jetzt sagen, okay, so wie ich mache jetzt zum Beispiel Videos zu Bierverkostungen. Bis jetzt konnte die Brauerei, ehrlich gesagt, wenn ihr mein Urteil nicht gefallen hat, nicht viel dagegen machen. Und gesagt habe, es ist ein Scheißbier, dann stand das so für alle frei zur Verfügung. In Zukunft könnte es sein, dass ich dann oder dass das Video dann automatisch von YouTube gleich runtergenommen wird, denn die wollen ja nicht riskieren, dass sie da was zahlen müssen. Kann auch sein, dass automatisch die Upload-Filter, das ist ja so ein, quasi so ein Unwort, aber es kann sein, dass zum Beispiel Upload-Filter installiert werden. Das heißt, YouTube prüft beim Hochladen, ist irgendein Logo drin? Hat der User die Lizenz? Falls ja, da ist ein Logo drin und nein, der User hat nicht das Recht, das Logo zu zeigen, Video darf nicht freigeschaltet werden. Das klingt jetzt für viele von euch jetzt vermutlich vielleicht gar nicht so extrem tragisch vielleicht, aber dass das vielleicht auch unsere freie Meinungsäußerung einschränken kann, das ist natürlich vielen, wahrscheinlich ist es vielen durchaus bewusst, aber das ist keine einfache Sache. Ich meine, ich dürfte zum Beispiel auch keine Unboxings machen, weil da kommen ja auch Firmenlogos vor, die geschützt sind, die ich so nicht zeigen dürfte, weil ich habe dazu kein Recht. Wobei man ehrlich gesagt sagen muss, bei mir wäre es wahrscheinlich nicht so tragisch. Ich habe nicht monetarisiert, da fließt kein Geld. Aber bei großen YouTubern, die zum Beispiel von Unboxings leben, was ist, wenn da irgendjemand mal durchdreht? Es fängt ja teilweise sogar schon an, dass Copyright Strikes als Druckmittel benutzt werden. Es ist jetzt noch nicht so lange her, vielleicht habt ihr das mitbekommen. The Verge ist ja eine, ich glaube, amerikanische Seite, aber die haben ein Video gemacht, wie man einen Computer zusammenbaut und haben halt in sehr vielen Punkten gefailt. Also das Video, wenn man schon mal, wenn von euch jemand schon mal einen Computer zusammengebaut hat, dann kriegt er da ziemlich sicher das kalte Grausen und die User kriegen falsche Informationen. Gut, das Internet hat Reaction-Videos drauf gemacht, hat gesagt, hey, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht. Jetzt ist der Verge hergegangen und hat gesagt zu YouTube, hey, strike das Video weg. Denn die haben ja teilweise Schnipsel aus dem Video verwendet, um es den Leuten quasi einfacher nahezulegen, hey, da hat jetzt gefailt. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, die haben Schnipsel von denen verwendet. Die waren damit nicht einverstanden, das Video kann ruhig gesperrt werden. Aber dass das auch die freie Meinungsäußerung durchaus einschränken kann, das ist doch schon irgendwie bitter. Ich darf Zitate verwenden, aber die Leute suchen ja heutzutage, sie verwenden Copyright als Waffe gegen dich. Das ist das, was mich traurig macht. Copyright ist keine Waffe. Copyright ist ein Schutz für Leute, damit deren Werke
geschützt sind, damit die quasi eine gewisse Sicherheit haben. Im Internet ist diese Sicherheit bei weitem nicht so vorhanden. Und es sollte sie trotzdem geben. Ich gebe den ganzen Konzern hier durchaus recht. Aber das Ganze quasi in sowas zu verwandeln, was potenziell echt bitter sein kann. Und vor allem, es wird seit Ewigkeiten verhandelt. Und dann plötzlich, oh nein, es wird neu verhandelt. Und dann, oh nein, das wird viel schlimmer. Es kommt jetzt viel schlimmer. Es haben sie jetzt noch viel krasser formuliert. Und die ganzen Politiker ziehen den Arsch auf die Seite, kassieren schön Kohle von den Lobbyisten. Und ja, im Endeffekt sind wir die armen Schlucker quasi wieder diejenigen, die ins Popoloch ge werden. Axel Springer ist ja vielleicht vielen von euch schon ein Begriff. Die sind ja einer der Hauptnutznießer von diesem Gesetz. Und die wollen zum Beispiel auch, dass bei Google quasi keine Verlinkungen auf deren Artikel mehr gemacht werden dürfen, ohne dass die eine Lizenz kaufen. Ohne Google würden die Leute eure Seiten nicht mal finden. Ist das irgendjemandem von euch bewusst? Sehe ich das falsch? Ich meine, falls ich mich irgendwo täusche, ich lasse mich gerne auf eine Diskussion mit euch ein, aber so wie ich das sehe, wenn ich Google wäre, würde ich sagen, hey, Links zu euren Webseiten, die streiche ich jetzt einfach mal. Wir wissen alle, dass es mit Google nicht so einfach ist. Die Google-Bildersuche macht es zum Beispiel total easy, dass ich urheberrechtlich geschützte Bilder sofort aufgelistet kriege, kann ich sofort kopieren, kann ich auf meine Webseite packen, alles kein Thema. Allerdings, das ist für viele ja schon ein Dorn im Auge. Wir sagen quasi, oh, die Leute sehen sich ja nur mal die Bilder an auf Google und die verdienen daran gut. Ist auch so. Aber dann macht was dagegen. Baut eure Sachen aus. Macht eine eigene Suchmaschine, die die Leute vielleicht benutzen. Zeigt Google, dass ihr denen Paroli bieten könnt. Ihr habt einen Haufen Kohle. Kann mir keiner erzählen, dass der größte Newsverlag oder einer der größten Newsverlage nicht das Geld hat, da ein bisschen was rein zu investieren. Nein, was wird stattdessen gemacht? Es werden Politiker geschmiert, es wird Lobbyarbeit betrieben und im Endeffekt werden Gesetze erlassen, die für alle Europäer nur zum Nachteil gereichen. Das betrifft nicht Österreich, das betrifft nicht Deutschland, das betrifft ganz Europa. Gut, England wird es wahrscheinlich bald nicht mehr betreffen. In dem Fall ist es vielleicht auch nicht schlecht. Das Problem geht ja schon bei vielen Sachen los. Ich meine, es ist ja mit der Rundfunkgebühr ja auch nichts anderes. Ich meine, in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass man, sobald man eine Wohnung hat, muss man, glaube ich, GEZ-Gebühren zahlen. Egal, ob man einen Fernseher hat, irgendwas. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es wäre so. In Österreich ist es so, wenn du nachweisen kannst, dass du nichts hast, was dir Radio- oder TV-Empfang ermöglichen würde, dann quasi musst du nichts bezahlen. Ich bin so einer. Ich schaue mir alles, was ich brauche, im Internet an. Ich habe zwar natürlich TV-Anschlüsse hier in der Wohnung, ne, die kann ich nicht einfach rausreißen, die waren schon da. Aber ich habe keinen Fernseher, ich habe kein Radio. Das Problem ist, ich würde das der Behörde zum Beispiel gerne melden. Nein, ich habe nichts. Kann ich nicht. Das Formular unterstützt die Angabe nicht. Ich kann nicht. Die wollen, dass du auf die Webseite gehst, die schreiben dir Briefe, die erinnern dich 100 Mal dran. Klar, ich meine, ist ja auch legitim, ne? Es ist meine Pflicht, das zu melden, wenn ich was habe. Und das ist tatsächlich so weit gegangen, dass tatsächlich schon Leute hier waren, angeklopft haben, sagten, ja, sie wollen rein. Und quasi, ja, ich denen Zugang zu meiner Wohnung gewähren soll. Wenn ihr rein wollt, es ist nicht mein Problem, dass ihr das Ganze nicht vernünftig regeln könnt. Wenn ihr es irgendwie regeln würdet, zum Beispiel, sobald ein Fernseher gekauft wird, wird er automatisch gemeldet oder ich muss, bevor ich den Fernseher anschließen darf, das irgendwo melden, dann würde es sowas wie nicht gemeldete Fernseher nicht geben. Ich meine, dann würden die Leute wahrscheinlich auch wieder aufschreien. Das sind eben so Sachen, da hocken ziemlich viele Manager dahinter und sagen, hey, machen wir lieber ein Gesetz, dass wir die Leute ausbluten lassen. Wir schränken die nicht, wir zahlen eh nicht Lohnsteuer, wir zahlen Umsatzsteuer, wir zahlen Sozialversicherungssteuer. Führt euch das mal vor Augen. Wir zahlen die meisten Straßen, die gebaut werden. Wir zahlen öffentliche Einrichtungen, wir zahlen Beamte. Das ist alles unser Geld, das wir verdienen. Und jetzt kommen Sie mit solchen Kleinigkeiten an. Ich meine, man zahlt, wenn man einen Drucker kauft. Man zahlt in Österreich die ARA, das heißt die Entsorgungsgebühr, plus ich zahle die Reprographiegebühr. Das heißt, ich zahle für mein Recht, dass ich mit dem Drucker Kopien von geschützten Werken machen darf. Ob ich das tue oder nicht, interessiert niemanden. Aber weil eben durch eben Druck, ich meine, es ist ja oft so, 1000 Leute halten sich an geltende Gesetze. Einer bricht das Gesetz. Und 999 Leute zahlen drauf, weil eben zum Beispiel solche Gesetze dann eingeführt werden.
Weil einer dann zum Beispiel auf die Idee kommt, hey, ich könnte dir einfach ein Buch ausleihen, kopiere alle Seiten und druck mir das oder scanne das ein und stelle es entweder ins Internet oder vervielfältige das. Hey, warum sollte ich dafür viel Geld zahlen? Es gibt immer Hurensöhne, die quasi sich auf der Masse bereichern. Und es sind immer wir, diejenigen, die sich an Gesetze halten und die guten Menschen sind, die darunter zu leiden haben. Wir können uns jetzt aufregen, wie wir wollen. Es gibt eine Petition gegen dieses Gesetz. Ich habe heute Vormittag reingeschaut, da war das Gesetz bei circa 5 Millionen Unterschriften, also diese Petition. Diese Petition hatte 5 Millionen Unterschriften. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich niemanden kümmern. Wenn es Geld zu holen gibt, dann verschärfen die das Gesetz wahrscheinlich noch, weil sie noch auf eine andere Idee kommen inzwischen und das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gesetz geändert wird. Und es könnte für Europa einen wesentlichen Rückschritt bedeuten. Das kann echt sehr, sehr bitter werden für uns. Heutzutage ist alles global. Das Problem ist, es denkt jeder nur an sich. Aber man hat es ja zum Beispiel an Griechenland gesehen. Griechenland ist pleite gegangen in der EU. Im Endeffekt haben wir alle dafür schön mitbezahlen müssen. Heutzutage muss man einfach global denken. Man muss zusammenarbeiten. Und das ist was, was keiner macht. Jeder ist auf seinen eigenen Vorteil aus. Jeder hat ein Bündel Geldscheine hinterm Rücken, das einem von irgendeinem Lobbyisten zugesteckt wird, was wir nie erfahren werden. Und dann macht er halt das, was die wollen. Warum ist dem ja egal? Er verdient gut. Meistens diejenigen, die das gemacht haben, betrifft das oft erst gar nicht. Aber vielleicht deren Kinder, vielleicht erst deren Enkel. Aber irgendwann kommt das alles zurück. Es ist immer ein Bumerang. Wenn ich was mache, was nicht okay ist, trifft es meistens jemand anderes dann. Das Internet ist wichtig, keine Frage. Das ist ein integraler Bestandteil von so vielen Geschäften, von so vielen Leuten, auch privat etc. Und selbst die abgelegensten Inseln irgendwo in der Karibik haben schon Internetzugang. Weil es einfach, das Internet wird ja gerne mal als das Schwarmgedächtnis der Menschheit bezeichnet. Und da möchte ich direkt sofort zustimmen. Schwarmintelligenz kennen viele ja zum Beispiel von Ameisen. Da wissen die irgendwie automatisch, hey, wenn der das macht, mache ich das. Wenn da was ist, greifen wir alle zusammen. Die denken da gar nicht nach. Das ist einfach so, wie die programmiert sind. Und bei uns ist es quasi auch oft so. Wenn wir zum Beispiel irgendwas nicht wissen, wenn wir irgendwelche Probleme haben, schauen wir ins Internet. Irgend anderer hat oft schon das Problem gehabt, schildert eine Lösung. Wir sind glücklich. Dass es natürlich manchmal auch seltsame Blüten trägt und dass zum Beispiel auch Drogen- und Auftragskiller über das Internet einfacher bestellt werden können oder auch Kinderpornos zum Beispiel viel, viel einfacher und in viel größerem Stil verbreitet werden können. Das ist natürlich die Kehrseite, aber du hast nie Licht ohne Schatten. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin verunsichert, wie es weitergeht. Jetzt nicht unbedingt nur deswegen, aber es irgendwie bewegt sich derzeit alles in keiner guten Richtung, wie ich finde. Also, jeder denkt nur an sich selbst. Also wir haben die Russen, die nur für sich selbst sind. Wir haben die Chinesen. Wir haben Europa. Wir haben die Amis. Ja, Afrika und Australien interessiert ja eh niemanden irgendwie. Also so kommt mir zumindest so vor. Was auch traurig ist. Ich meine, Afrika ist genauso ein Teil von dieser Welt wie wir alle. Aber ja, wenn die ganzen Leute ihre Macht und ihr Geld nur dafür nutzen würden, dass vielleicht auch mal ein bisschen mehr Positives geleistet wird und nicht immer jeder nur an sich selbst und an seine eigene Brieftasche denkt, dann würde das schon mal viel helfen. Ja, mit diesen heiteren Worten. Bis zum nächsten Video. Tschüss, arrivederci und gut. Bye.